Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Video. Heute werden wir die Geschwindigkeit der JetForce per GPS messen. Dazu werden wir den GPS-Tacho der GoPro nutzen, der sehr genau ist. Und tja, ich habe dieses Video allerdings, wo ich gefahren bin, nicht wirklich an- oder abmoderiert, sondern ich bin einfach gefahren und habe gequatscht und habe aber die Abmoderation und Anmoderation vergessen, so wie immer halt. Ne? Deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und schauen wir mal, wie schnell das Ding jetzt läuft. So, meine Freunde, ja, wir sind unterwegs und der Roller muss noch warm gefahren werden zuerst, aber ich werde euch jetzt mal ein paar Daten sagen. Zum einen, wir haben jetzt die Varimatic-Drossel drin. Es ist die Original-Varimatic eingebaut, so wie die ganze Zeit schon. Es ist die originale Kupplung eingebaut. Es ist die originale Kupplungsglocke. Es ist also quasi im CVT-Triebwerk alles zu 100% original. Ja gut, der Keilriemen nicht, aber ne, es ist alles original. Zusätzlich haben wir jetzt die 45er Drossel in der Varimatic drin. Wir haben 8,5 Gramm Gewichte drin, einfach dass er nicht mehr so hoch dreht durch die Drossel. Und wir haben einen 17,5er Vergaser, einen Del Orto. Und wir haben einen Speedfight 3 Luftfilter, der etwas angepasst wurde. Deswegen ist er wahrscheinlich auch ein bisschen lauter. So, als erstes muss ich sagen, mit der Lautstärke bin ich mir ein bisschen unsicher, ob die Lautstärke so noch in Ordnung ist oder ob die Lautstärke zum Problem werden könnte beim TÜV. Wir haben einmal den Tacho und ich hoffe, dass es funktioniert, die GPS-Messung von der GoPro. Jetzt hätte man natürlich entweder, ich habe mit dem TÜV telefoniert, der TÜV sagte am besten, ich soll die Geschwindigkeit per GPS messen, das ist noch am genauesten, auch genauer wie Autotacho. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit Handy-Apps, aber Handy-Apps, bei denen funktioniert, also bei Handys funktioniert das GPS nicht über Satellit, sondern über Triangulation. Wie ich jetzt gelesen habe, das bedeutet, es wird anhand deiner Position wird mithilfe der Handymasten ausgerechnet mit einem Triangulationsverfahren, wo du dich befindest. Genauer sind da noch die GPS-Geräte wie Navis, die wo über Satellit funktionieren und nicht übers Handynetz. Die GoPro macht das genauso, ähnlich wie ein Navi, ist halt bei der GoPro das GPS über Satellit. Das heißt, die GoPro sollte schon sehr genau sein. Dann können wir einmal sehen, wie genau geht eigentlich der JetForce Tacho und sind wir innerhalb des Geschwindigkeitsrahmens für einen 45er. Ich habe mit dem TÜV telefoniert, der TÜV sagt, es sind irgendwie 3% oder irgendwas war das. Also ein 45er Roller darf maximal echte 50 km/h fahren. Über 50 ist Schluss. Was macht denn der da? Ich schaue, dass ich jetzt da mal durchfahre. So, jetzt bin ich schon mal durch. Jetzt können die da weiter rangieren. Ich habe den anderen Zündkerzenstecker reinmontiert, weil der andere irgendwie wackelt. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, was hier an Geschwindigkeit gibt. Der Auspuff ist zugelassen. Falls wir zu schnell sind, wüsste ich jetzt erstmal nicht, was ich machen soll, außer den anderen Luftfilter hinmachen. Der, wo vorher dran war, der ist nämlich nicht angepasst. Das könnte ich noch machen, ansonsten gehen mir langsam aber sicher die Ideen aus, wie ich den noch drosseln soll. Der Roller sollte jetzt inzwischen aber auch warm sein. So, jetzt wollen wir mal schauen, ich bin gestern gefahren, kurz, da haben wir 55 höchstens laut Tacho gehabt. Ich rechne stark damit, dass der Tacho 5 bis 10 km/h vorgeht. Jetzt haben wir
circa 53 laut Tacho gehabt gerade. Spitze. Ich werde euch das ein bisschen vorlesen, falls ihr das nicht erkennen könnt. Ich weiß jetzt nicht, wie genau man den Tacho auf der GoPro sieht, deswegen werde ich das vorlesen. Und dann kann man das mit der GPS-Messung von der GoPro abgleichen. So, ja, so 53. Wir werden jetzt auch gleich mal eine andere Strecke fahren und dann werden wir auch bergab fahren. Ein Stück bergab. Da können wir dann wirklich den Härtetest ausprobieren. Also hier haben wir so 52, 53. Unter 55 laut Tacho. Ich muss einfach sagen, der Auspuff vom Klang her finde ich den richtig geil. Ich finde den richtig geil, den Auspuff. Und obwohl die Drossel drin ist und 8,5 Gramm Gewichte, finde ich den Anzug schon geil. Also der Anzug ist wirklich akzeptabel für das, dass alles original ist in der Variomatik. Die Kupplung original ist, die Variomatik original ist und auch noch 8,5 Gramm Gewichte. Aber trotzdem, er kommt recht gut vom Fleck. Ne? Finde ich schon mal sehr geil. Da, die Endgeschwindigkeit, okay. Aber ansonsten will ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Finde es eigentlich gar nicht mal schlecht. Fährt sich so vom Fahrgefühl her nicht schlechter. Vom Ansprechverhalten oder so. Gut, wir haben jetzt auch einen anderen Vergaser. Das könnte natürlich noch 2-3 kmh mehr gebracht haben. Weiß ich jetzt nicht, glaube ich aber nicht. Der TÜV-Prüfer meinte nein, weil viele Roller werden heutzutage auch serienmäßig mit 17,5er Vergaser verbaut. Gut, da ist dann halt wahrscheinlich wieder die Drossel abgestimmt. Okay, wir haben keine 55 erreicht laut Tacho. Wir werden gleich mal ein bisschen besseres Stück. Wir werden einfach mal hier ein Stückchen fahren. Er huppelt hinten immer noch, ja. Aber ich glaube, das Huppeln ist weniger geworden. 54. Ja, 55 knapp laut Tacho. Sind wir? 55 laut Tacho. Ich habe nämlich keinen Bock, zum TÜV zu gehen und dann nachher wieder nach Hause fahren zu müssen, weil der Roller 5 km zu schnell ist. Da habe ich echt keinen Bock. Lieber ist er 5 km zu langsam als zu schnell und ich kriege die Sache beim TÜV erledigt. Das ist mir jetzt irgendwie wichtiger. Aber wir schauen mal, wir haben die 45er Drossel drin. Ich glaube nicht, dass der 17,5er Vergaser wirklich was an der Endgeschwindigkeit verändert oder der offene Luftfilter. In der Regel ist das als Ansprechverhalten. Ne? Was ist da los? Fräulein ist sich nicht ganz sicher, was es macht. Was macht die jetzt schon wieder? Warum bremst die da? Junge. Alter. Manche Leute. Was mir am meisten Sorgen macht, ist tatsächlich die Lautstärke. Und ich weiß nicht, wie ich sie ändern kann. Ich habe keine Ahnung. Wenn der Roller auf den Prüfstand kommt, wird er die Lautstärke hören, selbstverständlich. Ich könnte natürlich einfach den Originalluftfilter wieder hinmachen, der wo sehr hässlich ist. Der ist wenigstens nicht angepasst. Dann vielleicht 10 Nummern kleinere Hauptdüse. Ich schätze mal, so eine 60er werde ich dann vielleicht brauchen. Vorher war original, war eine 52er drin, soweit ich das noch weiß. Also 17,5 Vergaser. Ein kleines bisschen mehr noch. So, jetzt sind wir bei ja, 55, 56 bergab. So, ja, bergab. Man merkt aber schon, dass die CDI nicht ganz offen ist. Man merkt, dass die CDI auch abregelt mit der Drehzahl. Es fällt jetzt, wo die Variomatikdrossel drin ist und der Roller dadurch ein bisschen höher dreht, weil der Keilriemen eben nicht mehr ganz nach außen kommt, fällt es schon auf, dass die CDI elektronisch mitdrosselt. Klar, ich würde mal sehr stark behaupten, viel höher dürfte der Zylinder eh nicht drehen. Das ist ein Originalzylinder. Ein 50 Kubik Originalzylinder, also ich glaube, höher drehen sollte der sowieso nicht. 55 laut Tacho. Ich schaue, dass ich ein bisschen nach unten gucke, so, dass ihr das seht. Ja, so 55, 55,5 eventuell. Die hält er auch.
Die Strecke hier ist recht gerade. Jetzt geht es dann gleich nochmal bergab. Also ich sag mal so, wenn der Originaltacho 5 km/h schneller geht, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir die Sache mit der Geschwindigkeit schon geschafft. So. Alter, der hupelt wahnsinnig, ne? Nicht so geil. Ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Okay, jetzt, ja, 55 laut Tacho. Bedenkt natürlich dabei, wir haben den Roller von 12 Zoll auf 13 Zoll umgebaut. Eine andere Gabel reingemacht, also vom Darkside. Jetzt weiß ich nicht, ob das an der Geschwindigkeit eine Änderung macht, dass der Tacho dadurch anders geht als vorher. Der Außendurchmesser der Reifen weiß ich jetzt nicht, ob der anders war. Ich glaube ja. Ich glaube, der Außendurchmesser von den 13 Zoll Felgen war etwas größer wie der von den 12 Zoll Felgen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich weiß auch nicht, ob größere Reifen jetzt mehr oder weniger Geschwindigkeit am Tacho bringen. Wichtig wird sein, was GPS anzeigt. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Ich bin gespannt, wie das funktioniert hat mit der GPS-Messung. Mit der Lautstärke muss ich was machen. Ich nehme stark an, dass die Lautstärke durch den Luftfilter kommt. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich den anderen Luftfilter hinmachen, dass wir ein bisschen Lautstärke drücken. Also laut GPS haben wir gesehen, sind wir bei höchstens 50 km/h. Ich denke, das ist in Ordnung. Also ich bin mit dem Ergebnis vom GPS sehr zufrieden. Ich weiß es nicht genau im Kopf, ich habe das Video vorhin mal runtergerendert. Aber es sind so 5 bis 7 km/h ungefähr, 5 km/h glaube ich waren es, wo tatsächlich der Originaltacho vorgeht, also ein bisschen mehr anzeigt. Ja, ich würde sagen, das ist erstmal in Ordnung. Somit geht es jetzt eben an die Geschichten, was ich im letzten Video schon erklärt habe. Zusätzlich werde ich den anderen Luftfilter hinmachen und hoffe, dass der leiser ist, dass der Roller nicht zu laut ist. Muss natürlich dadurch den Vergaser abstimmen. Also ich weiß nicht, ich denke mal 5 bis 10 Nummern, kleinere Hauptdüse, werden wir mal schauen. Muss man halt abstimmen. Und dann geht es an die Sache mit dem TÜV. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und jetzt wissen wir auch endlich, wie genau der ChatForce Tacho ist und wie schnell die ChatForce mit Drossel läuft. Das ist sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Video kommt, aber es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eins kommen. Bis dann, haut rein, euer Infinitum. Tschüss.